Okay, Leute, rein geht's mit Skullmachanto und wir werden hier jeden zerbersten, nachdem wir letztens ein paar undankbare Survivor abbekommen haben. Was soll das denn? Wo kommen wir denn da hin, mein Freund? Natürlich ist das Ganze, undetectable Status Effektchen hier ziemlich useless in dem Modus, aber die Drones können auf jeden Fall schon was ausrichten. Wir werden hier einfach mal schauen, dass wir da Value rausschallern können. Hier werden wir auf jeden Fall direkt jemanden mal finden, der auch wieder in uns reinläuft. Wie jedes Mal in diesem Modus. Und dann haben wir hier auch noch jemanden am Start, der direkt down geht. Let's go. Danke, Vittorio. Gute Dienste hast du uns geleistet. Ich liebe dich dafür. Okay, eine unserer Drones wurde anscheinend disabled, soweit ich das gerade verstehe. Und da gehe ich deshalb auch direkt hin. Angezeigt sollte ich sie noch nicht bekommen. Nee. Okay, und dann gehe ich da mal in die Richtung hin einfach. Und wir schallern da durch. Oh, warte mal. Hä? Okay, dann habe ich doch was falsch verstanden. Die ist anscheinend wirklich einfach nur reingelaufen dann. Oh, ich wollte eigentlich hier nur eine Drone placen, aber... passiert, ne? Wo ist dein Rescue? Dann gehe ich schön auf die. Okay, alles gut. Ich schätze, dass sie ihn eh eskortieren würden, wir dann ziemlich einen Free-Hit rausbekommen, oder? Vielleicht bekommen wir auch gar nichts raus, alles gut. Alles gut, okay. Dann place ich einfach weiter meine Drones. Aha, du warst das wirklich noch hier. Ja, Chance Speed ist auf jeden Fall nicht allzu bad gerade. Okay, jetzt sehe ich sie. Die Info von dem Ganzen kann auf jeden Fall ziemlich geil sein. Und dass sie den Stun bekommen hat, ist auf jeden Fall sehr stark von ihr. Okay, sie ist sehr, sehr close vor uns. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass wir da schnell den Down bekommen, was wir natürlich auch tun. Let's go. Ein Gamer bin ich, ein Gamer! Die Penalty ist aber auch nicht allzu geil gewesen für sie, muss man sagen. Und da werde ich jetzt natürlich auch direkt den Hook annehmen. Vittorio wurde geheilt. Und wir gehen wieder mal unsere Drones placen und die Chance kicken. So wie es ein wahrer Skullmachanto-Gamer machen sollte. So nicht anders spielt man die Lady. Wie in guten alten Zeiten. Blöden Devs haben alles kaputt gemacht. Damals war sie einer der coolsten Killer. wirklich. Skullmachanto damals, die alten Zeiten. Miserable Zeit, wirklich bodenlos. Okay, ich bekomme natürlich gerade niemanden angezeigt. Oh, du hast da wirklich eine Position gefunden, wo du nicht davon gehittet wirst. Okay, das ist nice to know. Ich glaube, sie läuft einfach weiter. Ja, indeed. Aber ich weiß halt nicht, was ihr das hier im Endeffekt bringen soll. Vittorio ist auch da. Aber ich werde einfach mal den Pickup hier nehmen. Und dann wieder mal einen Hook reinschallern. Nehmen wir einfach denselben Hook, den Vittorio hier schon mal beansprucht hat. Warum nicht, ne? Warum denn auch nicht? So, die Droneski geht hier weg. Aber das ist... Oh, die geht doch nicht weg. Alles gut. Perfekt sogar dann. Dann gehe ich nochmal dahin zu dem wunderschönen Dronchen. Wo wir auf jeden Fall mal ein Kickerli hier veranstalten werden. Oh, warte mal, so bitte mal. Und dann mache ich das Ganze so hin. Da sollte es nämlich auf allen Seiten hitten diesmal. Und dann schaue ich mir mal an. Oh, warte mal. Was hier abgeht. Und zwar bist du hier. Okay. Das ist greedy. Das ist greedy as fuck. Das ist greedy as fuck, Lady. Ich hoffe, das weißt du. Vor allem, weil ich hier eben noch eine Droneski deployen kann. Und du davon auch bald gedamaged wirst. Und ich da jetzt eventuell einen Down bekommen kann, wenn ich nicht spiele wie ein fucking Vollidiot. Aber alles gut. Wir bekommen das trotzdem hin.
Okay, die kleine Overkill-Drohne da nehme ich einfach mal wieder mit. Dann haben wir eigentlich ein gutes Setup, ne? Ganz chillig mal spielen hier mit Skullmacher. Ich hasse Skullmacher so sehr, wirklich. Ist bodenlos. Und im normalen Modus ist ja wenigstens der Fun-Playstyle mit dabei, dass du eben auf Undetectable spielen kannst. Was hier in dem Modus halt, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, gar keinen Sinn ergibt, weil man sowieso nicht gerade so detectable ist. Und da kommt natürlich direkt ein Anhook durch, okay. I see. Oh, warte mal, wir hatten einen L in der Lobby? Okay. Anscheinend habe ich da drüben doch wieder alles falsch gemacht in meinem Leben. I see. Oh, warte mal, dann nehme ich dich als erstes an. Dann schalle ich direkt mal hier weiter durch. Okay. Du bekommst einen Hit. Stun nicht. Ich hab gesagt, Hit! Ruhig! Und wer will dann noch einen? Alles gut, okay, niemand. Dann seid ihr damit also schon zufrieden als sie. Und dann nehmen wir dich. Okay, das war auf jeden Fall nicht so geil, aber all good. Let's go, rauf auf den Hook. Dann bist du dead schon, okay. Nice one. Nehme ich auf jeden Fall gerade an der Situation. Und dann schauen wir mal, wie es gerade um den Generator da drüben steht. Ziemlich gut. Okay. Dann werde ich hier mal meine Drone-Skis rotaten. Auch wenn ich jetzt nicht gerade der allzu große Skullmacher-Hunter-Gamer bin, weiß ich, dass das irgendwie geht. Yeah, man. Woo. Ja, Skullmacher-Hunter ist eigentlich halt schon eher simplerer Killer, also allzu viel muss man da eigentlich eh nicht wissen. E-Generator hin. Blaze-Drohne. E-Generator weg. Und ansonsten Spiel undetectable. So fühlt sich's auf jeden Fall für mich an. So fühlt sich's für mich auf jeden Fall an. Oh, hallo. Boy? Ist das wirklich der Plan? Oh, schade. Das ist der Plan gewesen und der hat gut funktioniert. Der hat viel zu gut funktioniert für meinen Geschmack sogar. Okay. Und dann schalle ich dich hier auch mal auf den Hook. Und ich glaube, das ist dein erster Hook, oder? Ich könnte mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, dich schon mal gehookt zu haben. Und dann checken wir wieder mal unsere Chance ab. Oh, warte mal, da haben wir jemanden dran sogar diesmal. I see. Dann gehen wir einfach auf einen normalen Hit. Und dann gehen wir direkt zur anderen Lady hier zurück. Und geben ihr auch noch einen Hit. Und dann machen wir einfach mal weiter. Okay. Du bist hier, okay. Wird sie schätzungsweise jetzt nicht erwarten, dass ich hier wollte. Wo zur Hölle ist sie? Achso! Du läufst eh in mich rein. Alles gut, ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber danke, Hobi. Der Modus verwirrt mich so hart. Es ist crazy. Oder bitte hör auf zu wiggeln, wirklich. Wir müssen das doch nicht nochmal machen, oder? Ja, aber freut mich auf jeden Fall, dass wir überhaupt Leute gefunden haben, die nicht dir gegen Skullmacher disconnecten. Das ist ja auch schon mal toll, oder? Findet man auch nicht allzu oft. Dann place ich dich mal hier. Und dann schalle ich hier mal einen Hit durch. Dann sieht's eigentlich ziemlich gut aus. Die haben sich geheilt. Okay. Dann schaue ich einfach mal, wo wir die Leute hier auffinden können. Ich würde mal schon in der Area vom Main schätzen, aber wo genau ist jetzt natürlich die Frage. Eventuell sind sie auch wirklich schon rübergegangen für den Unhook. Kann natürlich sein. Würde ich jetzt auch einfach mal frech vermuten. Ja, okay. Noch läuft keiner ran. Okay, alles gut. Jetzt läuft jemand ran. Danke, Bro. Schöne Hit, den du mir da gönnst. So, jetzt laufe ich hier. Oh. Also dieser Modus, wirklich, dieser Modus zerstört den IQ von jedem Spieler. Also auch von mir. Ich bin da auch wirklich mit einbezogen. Also, holy shit, Bro. Dieser Modus macht einen doch wirklich fertig.
Okay, aber mal schauen, wo die sich jetzt gerade healen. Vielleicht hier wirklich beim Shaq. Wenn der Vittori überhaupt hier ist, um sie zu healen, ist natürlich auch eine Frage, ob das überhaupt zutrifft. Der Vittori ist eher hier für den Rescue, wie es aber auch sieht. Okay. Dann gehe ich mal hinter dir her. Und naja, dieses Free-Chance-Setup zu breaken ist natürlich ziemlich schwierig. Vor allem, wenn man dann nur noch zu zweit ist, weil ich glaube, dass Vittori jetzt gleich detsch ist. Na, schade. Ich habe gehofft, dass er ein bisschen dümmer ist. Ich habe wirklich gehofft, dass er ein bisschen dümmer ist, aber nee, leider nicht. Das wäre schön gewesen. Zu schön. Oh nee, das ist auch dein Segundo Hugo. I see. Dann place ich hier einfach mal noch so einen random Drone. Oh, what the fuck? Das habe ich ja vollkommen falsch eingeschätzt. Aber das diesmal nicht. Also alles gut. Bro, wirklich, es ist so obvious. Es ist wirklich so obvious, dass wenn du sowieso schon wegen dem Unhook in der Nähe bist, du direkt da rauf schallern willst für den Safe. Dann gönn dir direkt mal selbst den Hook hier. Mein Freundchen, schaller dich selbst hier mal raus. Es reicht. Okay. Vittorio, es reicht mir auch mit dir. Es reicht mir auch mit dir. Mac, du hast die Chance deines Lebens. Du hast gerade die Chance deines Lebens. Finde die Edge, meine Tochter. Finde sie. I believe in you, my friend. I believe in you. Ich nehme all meinen Drone sogar zurück. Damit du noch bessere Chancen hast. Komm. Ich truste dir. Waren das alle? Ich glaube schon. Faires Headtrace. Ein bisschen fair jetzt auch mal sein hier. Ist ja ein Verstehen auch mal hier. Ja, okay. Sieht aber gerade nicht gut aus für mich, Mann. Ich will das Headtrace nicht verlieren. Der 4K. Er ist mir so wichtig. Was mache ich ohne den 4K in meinem Leben? Mein Leben. Oh nein. Nein. Mein Leben. Das zieht mit meinen Augen vorbei. Es zieht an meinen Augen vorbei, Freunde. Was soll ich tun, Mann? Oh nein. Sie wird die Edge finden. Halber Herzinfarkt, wirklich. Also, yo, Bro, for real. Wo ist die fucking Edge? Musst du das sein, Bruder? Ich hab dir gerade wirklich indirekt die Edge geschenkt. Like, Bro. Junge. So. Genau, ich hätte easy schlagen können. Ich hab dir nicht mal indirekt. Was für indirekt, Bro? Ich hab dir direkt die Edge gegönnt. Bruder! Warum willst du, dass ich da jetzt noch hinkomme? Bruder, hör doch auf. Ist doch okay. Ist doch okay. Wir verstehen's, Bro. Wir verstehen's. Oh, Mann.